Christoph, ziemlich enttäuschendes Spiel. Ihr kommt doch alle sehr geknickt da raus. Was war los heute? Ja, 4-1 verloren. Und habt ihr eine Erklärung oder hast du eine Erklärung, woran es gelegen hat? Ja, wir haben nicht das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Die Aggressivität haben wir vermissen lassen und so verlierst du halt solche Spiele. Wir haben eben schon kurz überlegt, hat es vielleicht ein bisschen auch daran gelegen, dass man ein bisschen über selbstsicher war nach der langen Siegesserie, die ihr hingelegt habt, dass das eine Rolle gespielt hat, dass man nicht 180%ig dabei war? Nee, keineswegs, weil wir hatten ja die letzten 3 Spiele auch verloren. Also mit Selbstsicherheit sind wir ja keineswegs angereist. Und wie geht ihr jetzt damit um, mit dieser Niederlage? Was wird da passieren? Wir müssen verarbeiten, analysieren und die Ärmel hochkrempeln und auf jeden Fall mehr Einsatz zeigen am kommenden Dienstag. Gegen Mannheim wird es unlängst schwerer. Die haben heute auch gewonnen, 6-2, sich vielleicht auch wieder ein bisschen freigeschossen. Ist es vielleicht gut, dass direkt jetzt so ein Brocken tatsächlich kommt? Ja, das werden wir dann nach dem Spiel sehen, ne, ob das gut ist. Das liegt an uns. Wir müssen einfach unsere Einsatzbereitschaft zeigen, mehr Kampf an den Tag legen und dann können wir auch das Ergebnis erzielen, das wir wollen oder das, was wir brauchen. Aber so momentan nicht. Alles klar. Viel Glück für Dienstag. Danke.